Ich bin stolz, dass sie heute hier ist zum wiederholten Mal und sie hat wieder unfassbar erotische Dinge für uns dabei. Ja? Ein Kalender und Unterwäsche, glaube ich, die sie selbst trägt oder getragen hat und jetzt verteilt. Man weiß nicht genau, oder? Jedenfalls ist sie heute Abend hier bei uns, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, die wunderbare, ausprobierte, selten erreichte Verona Feldbusch. Ja. Was für ein Strumpf. Was für ein Strumpf. Wow. Verona Feldbusch. Ja, da freut mich, dass du hier bei uns bist. Ich hab mich ja ganz verlegen. Danke. Ja. Danke. So. Was für ein Strumpf. Die sind aber lieb, ne? Die sind sehr, sehr lieb, die Nicht Leute, die Strümpfe. Oder? Nein, die Strümpfe aber auch. Das ist ja, sag mal, da ist... Da sind viele Löcher drin. Ja, eigentlich ist das mehr, ein Loch und da ist drumherum gehäkelt Ja, das hat aber nichts mehr damit zu tun, dass man den anzieht, damit es einem nicht zu kalt an den Beinen wird, oder? Nee, das ist eigentlich so ein Strumpf, den zieht man an, damit ein Moderator wie du da hinguckt und darüber spricht. Was für ein Strumpf. Was für ein Strumpf. Es geht ja auch oben so weiter. Ja, da geht noch ein bisschen weiter, aber der hört irgendwo auf. Jetzt ist nur die Frage, wo? Entweder hier oder hier. Genau. Entweder hat zwei Enden oder ein Ende. Ach so, ist es mit Höschen dran, der Strumpf? Der Strumpf mit Höschen, das würde so eine Strumpfhose. Ja, genau. Ist eine Strumpfhose. Nee. Ja, ja, okay. Also Strumpfhöschen, vielleicht sind es aber auch nur Strümpfe. Totschick, alles. Das hast du eigentlich jeden Tag, wenn du in eine Fernsehshow gehst, hast du jemals zweimal dasselbe angehabt? Ich glaube, es ist schon mal vorgekommen. Also dich bewundere, um Himmels Willen. Dich bewundere ich ja für deine Ausdauer. Du hast ja über Jahre geschafft, immer wieder bis auf deinem Plattencover eben gleich auszusehen. Und das ist ja auch ein Erfolg, ne? Letztendlich. Ja. Das ist ja eine Ausdauer. Das beweist ja, wie langweilig du eigentlich privat sein musst. Nein, nein, das ist immer gleich auszusehen. Genau, und immer gleich aussieht, aber das ist auch ein Zeichen. Immer gleich aussehen ist aber gar nicht so schwer. Ja, man braucht einfach nicht zum Schönheitschirurgen gehen zwischendurch. Dann sieht man immer gleich aus. Ich habe ja gesagt, du siehst immer gleich gut aus. Ach so, ja, das habe ich aber überhört. Das habe ich hast du jetzt so hinterhergeschoben. Nee, bei mir denkt man oft, ich gehe zum Schönheitschirurgen. Vielleicht liegt das an meiner Optik. Bei dir würde man nie auf so einen Gedanken kommen. Nee, natürlich nicht. Niemals. Selbstverständlich nicht. Obwohl, was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Kalender? Ist das jetzt der neue Verona Feldbusch-Kalender? Oder ist es der neue Unterwäschekatalog? Ja, eigentlich ist es ein Kalender, weil das erkennt man meistens daran, dass so ein Kalender 12 Seiten hat, eine Titelseite, weil wir auch 12 Monate haben und da steht ja auch von Januar bis Dezember alles drin. Aber es ist auch ein Tagebuch, weil ich habe in Erfahrung gebracht, dass es im Moment modern ist, Bücher zu schreiben. Und deswegen habe ich das auch gleich als Tagebuch umfunktioniert. 11, 12. Hast du durchgezählt? Nee, 13 Seiten. Ja, sage ich ja, inklusive Cover, ne? Nee, schön zuhören. Ja, Augen 13 auf und ja, natürlich. Ja. Wie, du hast gehört, wer schreibt denn erfolgreich Bücher? Nicht erfolgreich, ich habe gesagt, es ist modern, Bücher zu schreiben. Ja. Ja, so viel Zeit muss sein. Aber wie kommst du darauf, dass es modern ist, Bücher zu schreiben? Also, ja, also ich denke, im Moment ist... Erzähl ruhig weiter. Was machst du da? Nicht ablecken. Ich zeige... Ich zeige Bilder. Du zeigst Bilder. Ja. Guck mal, in der Mitte ist das Kuckloch. Ja, ich gucke hier durch. Da, ich gucke durch. So, können Sie alles erkennen? Sehr gut. Das sind auch Sachen, die man kaufen kann von dir? Das sind Sachen, die man von mir kaufen kann. Also sagen wir mal so, die Stiefel nicht. Die gehörten vorher Pamela Anderson. Das hier die auch? Die wurden mir ausgeliehen. Ja, das ist ein Jeans-Bikini, ein Schwimmröckchen. Ein Jeans-Bikini? Ja. Ach, guck mal an. Was denn hier alles gibt? Was hast du noch? Ein Negligé. Oh. Wahnsinn, ne? Negligé. Ich werde verrückt. Da habe ich nach meinem Schmuckstück gesucht. Also nein, nicht so. Oh, was ist das denn hier? Das Oberteil hätte ich gerne.
So. Wieso kommst du darauf, dass es modern ist, Bücher zu schreiben? Ich weiß nicht, du hangst auch so oft nach. Wollen wir das beide lösen? Nee, wollte mich interessieren. Nee, die Zeiten sind ja so. Manchmal ist es modern, eine Platte rauszubringen. Manchmal ist es interessant, einen Film zu drehen. Und im Moment scheint die Buchzeit zu sein. Ja, Buchzeit. Dieter Bohlen hat ein Buch geschrieben. Wusstest du das? Echt? Ja. Ohne Witz? Ja. Hab ich noch nicht von gehört. Echt? Da kommst du aber ganz gut weg, muss man sagen. Im Gegensatz zu Nadel. Ja. Ich bin mir ganz sicher, dass du wieder irgendwas weißt. Nein, ich möchte mal eine Stelle zitieren. Und zwar hier, Seite 244. Ja? Und zwar, Dieter und Verona treffen sich in einem Club. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Hey, hallo Verona, sagte ich. Sie blieb stehen und tat so, als ob sie mich noch nie im Leben gesehen hätte. Ey, wer bist du denn? Hast du das gesagt? Ey, wer bist du denn? Ja, also daran kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Also ich denke, ich habe eher erschrocken geguckt. Das ist so ähnlich, wenn du den Yeti zum ersten Mal in deinem Leben siehst. Dann wird es auch sagen, ey, wer bist du denn? Und man muss ja auch die Reaktion eines Menschen... Ja, das ist doch nicht böse gemeint. Nein, aber hier geht es noch weiter. Ey, wer bist du denn? Ja? Und dann sagt Dieter, ich dachte mir, komm, die ist zwar ein bisschen behindert, aber die reißt sie jetzt auf. Ja. Also ich sag mal... Schreib mir in seinem Buch. Aber das ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist... Ja, du kannst ja nichts dafür, aber es ist ja eigentlich... Nein, ich kann auch nichts dafür. Ich meine, es ist ja eigentlich großzügig. Guck mal, er hat gedacht, die ist ein bisschen behindert, die Kleine. Ich reiß sie trotzdem auf. Ja. Heute sitze ich hier, verkaufe Veronas Films-Dessous. Das ist doch klasse. Ja, aber das ist doch... großzügig, der gönnst hat dich entdeckt. Gönnst du denn Dieter den Erfolg? Was heißt entdeckt? Ja, aus der Gosse, glaube ich, hat er mal gesagt. Der hat irgendwo so ein dunkelhaariges Wesen gesehen. Dann hat er mir den Pony freigeschnitten und hat gesagt, oh, da ist ja ein Gesicht dahinter. Ne? Und dann hat er mir das Sprechen beigebracht, das Laufen. Dann haben wir auch meine Beine irgendwann mal rasiert. Ja. Und letztendlich, nach mehreren Operationen, sitze ich jetzt bei dir. Ja, das ist doch ein Erfolg. Seite 277, darf ich noch ein Zitat? Muss ich noch. Wenn ich vorschlug, komm, lass uns um 8 treffen, kam es zurück. Du, tut mir leid, ich kann die Uhr nicht lesen. Hast du das gesagt? Ich kann sie wirklich nicht lesen. Ja, gut. Worauf ich antworte, dann kauf dir eine Digitaluhr. Ist ja kein Problem, da sind keine Zeiger drauf, das sind Zahlen. Wenn da eine 8 aufleuchtet, dann weißt du, es ist 8 Uhr. Aber dann weiß ich trotzdem nicht, ob es morgens oder abends ist. Ne? Ja, gut, klar. Wenn es eine amerikanische Uhr ist. Ja, wenn sie nicht 24-Stunden-Takt ist. Aber gönnst du Dieter denn den Erfolg nicht mit seinem Buch durch? Ach, ich habe heute eigentlich in der Bunden was viel Spannenderes gelesen. Er hat irgendwie gesagt, ich wäre ein Knaller. Hat Dieter Bohlen gesagt? Ja, hat er gesagt. Und da habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht und ich finde das sensationell, weil das ja sehr selten ist, dass er sich eigentlich mir gegenüber positiv äußert. Aber Dieter Bohlen selbst ist doch auch ein Knaller, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, doch, das passt schon ein bisschen. Ja. Naja, das wirst du auch ein Buch schreiben? Nadel schlägt ja zurück, oder? Ja, also Nadelchen und ich, wir kennen uns ja nicht so gut jetzt, sage ich mal persönlich, dass wir jeden Tag miteinander telefonieren. Aber ich habe ja auch mein Tagebuch, wie gesagt, gerade geschrieben in meinen Kalender, der da vorne liegt. Da steht auch mehr drauf als Zahl, also als Termin, als Daten. Ja klar, du hast die erste Seite, dann siehst du natürlich ein wunderschönes Motiv, sage ich jetzt mal, speziell auf die Dessous gerichtet. Und wenn du ganz genau hinschaust, habe ich auch noch zufällig Schmuck an. Nein. Und auf der Rückseite ist das Tagebuch. 4 Stunden später, die Stiefel gehören den Playboy-Studios. Ach so, ja, stimmt, das Tagebuch ist da noch weiter. Ja, super spannend, oder? 4 Stunden später gehören die Stiefel den Playboy-Studios. Was wollte ich sagen? Du ziehst da oben nach München, habe ich gelesen. Warum? Du wohnst doch hier in Köln nicht schlecht. Ja, also Köln gefällt mir eigentlich sehr gut, aber ich komme ja eigentlich aus Hamburg. Und ich bin Und deswegen willst du jetzt nach München? Ja, da steckt schon eine gewisse Logik hinter, du musst mich ja ausreden lassen. Also, ich komme ja eigentlich aus Hamburg, hat mir sehr gut gefallen. Dann kam ich natürlich nach Köln. RTL ist ja auch hier ganz in der Nähe, hab damals meine Sendung gemacht, Veronas Welt, und dann habe ich irgendwann gedacht, ich bleib jetzt erstmal hier, so und jetzt muss ich mir München anschauen und in ein paar Jahren vielleicht mal Stuttgart. Wieso ziehst du denn da direkt hin? Nee, weil ich das schön finde, ich mag das gerne. Weißt du schon, wo du hinziehst? Am Starnberger See. Wie? Wie? Da bist du sprachlos. Nee, aber da am Starnberger See, einfach hast du dir so ein Haus gekauft oder was? Nein, ich habe kein Haus gekauft, ich habe eine Zeichnung, wo ein Haus drauf ist und das möchte ich da bauen. Ach so. Ja. Du hast ein Grundstück gekauft. Nein, auch noch nicht. Auch noch nicht? Ich habe vor, nach München zu ziehen, beziehungsweise an den Starnberger See. Ja. Aber ich brauche erst ein Grundstück. Aber das ist gar nicht so einfach, weil die Grundstücke ja schon alle belegt sind. Und man darf da nicht bauen, wo man will. Nein, nein, nein. Das steht alles nur Naturschutz. Ach so. Ja. Und stimmt das, dass das jetzt, wenn das Haus da gebaut wird, dass das alles bei RTL übertragen wird? Da weißt du wieder mehr als ich. Ja. Genau. Weil normalerweise, wenn ich eine Neuigkeit zu berichten habe, komme ich ja erst in deine Sendung. Also es kann gut sein. Aber es gibt, ich habe irgendwas gelesen, da gäbe es so eine Show, da würde dann gezeigt, wie du dein Haus baust. Nein, es gibt in Zukunft im Internet, wie heißt das kriege ich jedes Mal durcheinander, warte mal, ich habe es gleich, www.veronasdreams.de. Ja. Genau. Und das ist übrigens ab heute unter T-Vision, genau ist die sozusagen diese Website eröffnet worden und ab jetzt kann man natürlich sehr viel über mich da in Erfahrung bringen und unter anderem ist auch so
ein kleines Fenster eingerichtet, ich kenne mich da nicht so aus. Und da siehst du laufende Bilder, alles, was ich mache. So ein bisschen einkaufen, zu Hause sein, unterwegs sein, mit Freunden weggehen und unter anderem natürlich auch zufällig vielleicht ein Teil von diesem Haus. Wie? Ja, wie? Ich verstehe das nicht. Das Haus ich auch nicht. Doch, bezahlt das Haus RTL? Nein. Das bezahlst du selbst. Ich wohne ja nicht in ein RTL-Haus. Du wohnst ja auch nicht hier bei Sat.1. Doch. Echt? Ja. Mir noch gar nicht aufgefallen. Hier bei Sat.1 wohne ich. Tja, ich weiß nicht. Bei RTL ist zwar ganz nett, aber da werde ich auf jeden Fall nicht wohnen. Gibt's denn Fernsehpläne, weitere, außer den Hausbau, außer der Hausbaushow? Nein, meine weiteren Pläne sind eigentlich jetzt ohne Spaß. Ich habe gestern sozusagen den Startschuss gegeben für Verona Streams und ich habe jetzt mit Karstadt eine Koop geschlossen über mehrere Jahre. Ach, das ist eine Fernsehsendung mit Karstadt? Nicht direkt. Also jetzt hat man mit Kaufregung und Harald Schmidt mal angefangen, aber letztendlich kann man jetzt praktisch meine Dessous da kaufen. Und, Ach, und jetzt eröffnest du auch Kaufhäuser, oder was? Ja, sozusagen. Also ich war heute gerade hier in Köln bei Karstadt und hat mir Autogrammstunde gegeben und habe meine Kalender halt vorgestellt. Das gehört ja alles dazu. Ach so, da gehst du so von Kaufhaus zu Kaufhaus? Da trifft man bestimmt auch bei den Waschmaschinen auch mal Harry Weinfurt, der da neue Waschmaschinen vorstellt. Ja, oder? Das kommt vor. Also die Waschmaschinenabteilung muss ich mir dann mal genauer anschauen. Bis jetzt habe ich mich mehr in der Dessous-Abteilung Du hast mal zusammen mit Gotthilf Fischer eine Sendung moderiert, stimmt das? Nicht zusammen. Er war mal in meiner Sendung Veronas Welt, das ist schon eine Weile her. Ja, nein, aber in seiner Sendung. Genau, er hat ja Straßen-Berliner sehr lange moderiert. Genau. Und irgendwann mal riefen die bei mir an und sagten, ja, er geht jetzt so langsam in Rente. Ich glaube, der ist, ich weiß es nicht genau, 74. Und dann sind sie direkt auf mich gekommen als Nachfolgerin. Ach so, und? Ja, ich habe natürlich gleich Ja gesagt. Wie? Ich habe gesagt, Straßen der Lieder, das ist der Hit. Dann habe ich mir einen Dirndl angezogen. Ja, ich habe es moderiert einmal und das war letztes Jahr im April. Und das das ist schon so lange her. Ja, aber das Witzige ist ja, die haben zu mir gesagt, nee, ich habe gefragt, wann kommt denn das? Ne? Ja. Weil mein Papi nimmt ja mal alles auf und dann wollte ich meinem Papi das natürlich sagen. Natürlich. Und dann haben die gesagt, nächstes Jahr im Dezember, also jetzt. Ach, das kommt jetzt erst? Ja, die sind nicht so schnell. Dass du die Sendung von Gotthilf Fischer moderierst? Eine Musiksendung? Eine Musiksendung, die ich letztes Jahr moderiert habe. Ja, welche Künstler sind dabei? Das weiß ich nicht. Wie, das weißt du nicht? Du hast eine Musiksendung moderiert und du weißt nicht, welche Künstler dabei sind? Das ist ja das Geheimnis. Wie, das ist ja das Geheimnis? Was hast du denn da gesagt? Weiß ich nicht mehr. Das wird aber eine spannende Sendung. Ja. Ich glaube, die gucke ich mir an. Also, dann viel Erfolg mit diesem Kalender. Gibt es den Kalender umsonst, wenn man einen BH von dir kauft? Ist das einer aus deiner Kollektion? Ja, das Kannst du mal was mehr zeigen? Ja, das komm, bevor die Sendung vorbei ist, schnell. Ja, aber schnell, ne? Ja, komm, schon zack, mal hier zack, bin. Bevor die Sendung vorbei ist. Eins, zwei, drei. Ja! Sehr gut. Genau. Oh, Sendung vorbei.